Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Aldale. Wir stehen hier drüben gegenüber vom zukünftigen Zuchthaus, Leute. Ich schaue hier auf die Fläche. Diese Fläche wird auf jeden Fall überbaut mit dem Zuchthaus. Wir werden es also links ein bisschen breiter ziehen. Und jetzt stehe ich gerade hier drüben. Wir suchen doch immer noch diesen Bereich, wo ich die Dung Beetles dann später krabbeln lasse in freier Wildbahn mit einem kleinen Zaun natürlich. Die Schnecke, oh, apropos Schnecke, wir sollten uns wirklich bald mal um den Kuchen kümmern. Und dann habe ich mir überlegt, wir ziehen das jetzt mal bis zur Mitte. Es kann gut sein, Leute, dass ich den kompletten Zuchtbereich genau über der Fläche mache und hier aber wieder runterkomme auf diese Ebene und wir lassen hier dann die Schnecken laufen und die Dung Beetles, weißt du, und dann machen wir hier eine kleine Brücke runter oder ein paar Stufen oder wie auch immer, weil der Bereich ist wunderschön eben, da können wir auch noch was hinsetzen. Habe ich gerade mal geschaut, aber nicht nur das habe ich geschaut, mir ist der Hirsch wieder über den Weg laufen, Leute, den werde ich aber offscreen sehen. Ich zeige ihn euch kurz, da war doch die ganze Zeit so ein heller Hirsch und wir haben ja bis jetzt zwei Hirsche, Männchen, Weibchen und der ist Level 135 und so ein bisschen weiß, Leute, vielleicht sollten wir den paaren. Habe ich mir mal überlegt. Ich habe mir jetzt nur mal eingesperrt. Ich zeige euch, dass ihr Bescheid wisst, wenn plötzlich irgendwann ein zweiter Hirsch bei uns ist. Dann war das einer, den ich offscreen gezähmt habe. Ich habe ihn schon mal in die Box hier reingeschmissen. Den da, ne? Leute. Der ist doch schön. Der ist so Vanille. Der erinnert mich an eine Vanille, an eine Vanilleeiskugel so ein bisschen. Guck mal. Es ist nicht weiß, es ist Vanille. Hier, zwei Bollen Vanille. Zwei Hirschbollen. Das Ärschle hingestreckt. So, Leute. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt als allererstes mal Holz holen. Ich habe gerade ein paar Fundamente durchgejagt, weil ich habe überlegt, wenn wir den Überbau machen, können wir mit Säulen machen. Aber mit Säulen sieht alles so filigran aus. Und ich will, dass der Überbau massiv ist. Massiv wie unsere Wall. Also nicht wie hier dieses Gestellste, sondern massiv. Massive, Leute. Und aus dem Grund habe ich Fundamente durchgejagt. Aber wir haben ein typisches Biber-Problem. Wir nehmen den jetzt kurz mit und holen uns ein bisschen Holz ran, weil das fehlt mir nämlich für die nächsten Ausbaustufen. Gehen wir da drüben holen. Ja, komm, die zwei holst du. Drei. Bibole. Ich hoffe, hier sind keine Feinde. Wenn nicht, werde ich dich mit dem Agi retten. So, Bibo. Habe ich dich überhaupt ausgeräumt? Jo, aber das kann alles weg. Das brauchst du alles nicht. So, Leute. Wir werden jetzt hier nicht. Bibo! Bibo, fight! Fight! For the living, fight in the world! Bibo! Fight! Sorry, ich bin tierisch erschrocken schon wieder. So, Bibo. Die hast du alle tot gemacht. Ich habe voll die Panik gekriegt, dabei bist du voll der Mörder-Ameisen-Killer, Bibo. So, Padde Move. Den haben wir schon mal weg. Die zwei will ich auch noch. Der Agi hat sich natürlich keinen Meter bewegt. Angry Bird kennt da nix. Der hat auf jeden Fall mal die Geduld gefressen, der Angry. Kriegen wir noch einen Baum, Bibo? Ah, Bibo, der ist ein bisschen zu schwer, Leute. Ich muss absteigen. Das war's schon, Bibo. Komm mit. So, was habe ich denn jetzt gerade für ein Lied angestimmt? Das war mehr im Unterbewusstsein. Das war bestimmt Manowar oder sowas. Fight for the living, fight in the world. Hail! Das war Manowar, glaube ich, Leute. So was habe ich gehört, als ich klein war. Ich war eigentlich nie klein. Ja, doch schon. Aber da war ich nicht klein, da war ich schon ein bisschen älter. So 16 rum bestimmt. So, meine Lieben. Dann hau. Wenn ich sage, so, meine Lieben, braucht ihr keine Kacker zu machen, Leute. Echt jetzt? Ohne Witz. Das ist total unschön. Bibo! Bibola Musica. Hast du jetzt genug Holz? Lass mal reingucken. Guck mal, was der Bibo mittlerweile an Holz lagern kann, weil wir den schön auf Gewicht geskillt haben. Tipps von euch, Leute. Habe ich alles von euch gelernt. Solche Dinge auf Gewicht skillen, die Tiere mehr auf Ausdauer, hier ein bisschen mehr auf Ausdauer und hier ein bisschen mehr auf Gesundheit. Finde ich super. Ihr seht, ich bin so ein ganz kleines bisschen überhyped. Das liegt aber daran, dass wir wahrscheinlich, wenn alles stimmt, jetzt bald Wochenende haben. Ich komme immer noch so ein bisschen durcheinander mit den Tagen, Leute. Jetzt pass auf. Zurück zur allgemeinen Ruhe, zurück zur Entschleunigung. Heute geht es natürlich klassisch weiter. Wir bauen und basteln. Pass auf, Holz, Holz, Holz. Bibo, 5000 Holz kriegt er jetzt mittlerweile, der Gute. Jetzt pass auf, wir machen natürlich jetzt hier auch gleich weiter. Und zwar muss ich tatsächlich ein bisschen umplanen. Ich habe nämlich viel aus Holz gemacht gestern und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte Stein, massiven Stein. Das Gebäude muss massiv sein. Filigran durch diese Dachgeschichten, die wir machen, wie am Gewächshaus. Ne? Soll den gleichen Style haben, aber es muss auffallen, das Gebäude. Es ist das Gebäude, das Leben spenden wird, Leute, unser Zuchthaus. Jetzt muss ich auch bald, ich merke mich, wie mein Bärtle mich kitzelt. Muss ich aber überlegen, was haben wir denn jetzt Anfang Juli? Ja, noch so 4, 5 Wochen, dann gehe ich es cutten lassen, Leute. Schnittle reinmachen, ganz gemütliches. Da mache ich wahrscheinlich die Haare gleich mit weg. Nicht alle, aber die meisten, habe ich mir so überlegt. Jetzt pass auf. Ja, hauen wir sie alle durch. 60 haben wir. Ich würde sagen, Mama, machen wir mal 25 von denen. Dann haben wir noch ein bisschen Material, falls wir noch was anderes machen wollen. So, Bibo, du wartest hier. Falls ich deinen Einsatz brauche, hole ich dich natürlich. Wir gehen rüber zum weißen Paracea.
Die weiße Taube von Honey Tea. Der weiße Para von Honey Tea. So, Leute, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie wir das machen wollen. Ich brauche eine Steinumrandung. Das habe ich mir schon so vorgestellt, dass ich jetzt hier erstmal eine Steinumrandung mache. Weil Stein ist halt einfach Stein und außen aus Holz, das wollte ich nicht. Pass auf, pass auf. Hier machen wir eine Steinumrandung hin. Ich mache jetzt aber nicht alles komplett, sondern erstmal nur so einen Anfang, dass wir überhaupt mal sehen, wo es hingehen soll mit der Reise hier. Mit der heißen, geilen Reise. Entschuldigung, nur mit der heißen Reise. Das Geil nehme ich zurück, wobei heute kannst du es ja geil sagen. Ich weiß noch, als es bei uns aufkam damals in der Jugend, wir sind ja mehr oder weniger die Mitbegründer von geil gewesen, unsere Generation, da war das noch verpönt, wenn du daheim geil gesagt hast. Noch einmal geil geht's ins Bett. So, das kenne ich noch, Leute, erinnere ich mich noch gut. Hey, super, guck mal. Los, einmal schauen. Sollen wir die Dinger hier geschwind wegmachen, dass wir mal hier zu haben? Weil der Holzboden bleibt ja, ne? Pass auf, das machen wir geschwind. Ich guck aber, ich wollte eh gucken, also es passt gerade ganz. Hey, die Wurzel da oben ist eigentlich auch wunderschön, ne, wo das Wasser rauströpfelt. Das ist ein schönes Wurzel. Und die Höhle, habe ich mir überlegt, kam auch ein Tipp in den Kommentaren. Hier ist ja eine Höhle irgendwo, wo dann ein paar Terrorbirds sind, wo es Fragmente gibt, glaube ich, ne, oder Artefakte. Die gucken wir uns auch nochmal an, die Geschichte. Ah, pass mal auf, ich hole mal kurz den Argi, der kann gleich das Metall wegmachen, letztmalig. Da werden wir zukünftig drauf verzichten. Den Argi hole ich und die Elemente. Argi und die Elemente. Könnte ein Titel sein. Von Avatar, ne? Agi und die Elemente. So, pass auf, Leute. Kurz abgestoppt, da gehen wir hier näher, da hauen wir die darüber. Weil der Agi, der kann. Das brauchen wir. Die Holzteile brauche ich eigentlich, ne? Die Holzteile brauchen wir heute. Holla, da, ra, da, ra, da, 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 da. Voucher, hör auf, sonst rennen alle weg. Schalali, schalalum. Ich habe echt ein tierisches Laune-Feeling in mir. Wochenende kommt, ich spüre es direkt. Obwohl ich vorproduziere, habe ich schon das Wochenende-Feeling, ne? Ein bisschen blöd ist es, weil ich tatsächlich nochmal ran muss, zweimal. Oh, jetzt dachte ich gerade. Dachte, ich habe den von der Perspektive gesehen, ich war jetzt voll unsicher. Der sah jetzt voll fett groß aus gerade. Muss ich nachher nochmal anschauen. So, mein Freund, wir können ja Dinosaurierknochen sammeln, selbstverständlich. Hallo, Bones. Ey, Leute, ist es jetzt wirklich so, dass das Event bei mir bleibt, ne? Weil immer wieder Hinweise in den Kommentaren kommen, dass ich da jetzt schnell machen muss, weil doch jetzt das bald abläuft. Lokaler Spielstand, bei Steam eingetragen, wie ihr mir es gesagt habt, bleibt es, solange ich es will, ne? Das wäre echt schade, wenn ich keinen Skin... Weißt du, ich will nicht alle Skins, brauche ich nicht. Ich bin da genügsam, aber einen will ich schon. Und der Tech-Rex bleibt angeblich, ne? Kam auch gerade kürzlich ein Hinweis. Das wäre natürlich nicht schlecht. So. Ja, dafür haben wir dich eingestellt, mein Freund. Nimm das alles mit. Ich musste nur aufpassen, den will ich nicht unbedingt schreddern hier oben. Sehr schön, mein Freund. Du kriegst auch wieder auf Gewicht. Du bist nämlich auch so ein Gewichtentyp. Du bist ein Gewichtentyp. War das jetzt alles hier? Da unten ist doch noch ein Eisele. Wieso läufst du nicht mehr? Ich hab dich gerade geskillt, Alter. Ein bisschen geht noch, komm. Ich bin der gemütliche Agi aus dem Redwood. Guck mal, hier ist noch Metall. Hier ist noch Metall, Diggerle. Horsweg, Horsweg, ja. So, und den schleife ich jetzt mit dem Ding rüber. Weil der Agi ist immer noch der Gewichtenträger schlechthin bei uns. Schwupp. Dann können wir das auch gleich einräumen. Also das machen wir jetzt halt die nächste Zeit so, Leute, ne? Wir werden die Materialien zusammen ranholen. Ich werde jetzt aber nicht so eine automatisierte Farmtruppe hinstellen, die vor sich hinschafft. Dann muss ich da ständig gucken, ob irgendwelche Tiere angegriffen werden. Wenn wir was brauchen, holen wir es uns ran. So machen wir das. Ganz gemütlich und gemächlich. Wir haben ja Zeit. Sag mal, der will uns doch irgendwas sagen, der Kollege. Willst du uns sagen, dass du Level 1000 bist oder sowas, weil du hier so rumschleichst? Wenn er 140 ist, brauche ich ihn natürlich, ne? Bitte nicht 140 sein. Oh, danke. Danke, ich bin immer schon froh, wenn ich nichts zählen muss. So, pass auf. Wie viel hast du drin? Lass mich gucken. Machen wir mal überall 200 rein. Oh, ich könnte dich aber eigentlich vorschleifen. Komm mal mit. Komm mal mit, nur nicht in den Ding hängen bleiben hier. Komm. Komm zu uns, mein Freund, komm zu uns. Das Problem beim Farmen ist halt, und bei solchen kleinen Nebenaktionen wie jetzt hier, dass wir halt tatsächlich nicht weiterkommen. Aber Leute, wer Geduld hat, wird die Pracht des Zuchters... Da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Ich schmeiß jetzt gleich einen Speer oder irgendwas. Der wird die Pracht des Zuchthauses natürlich miterleben. Oh, wir müssen schon wieder Dinge nachlegen, Leute. Wir müssen schon wieder Holz holen. Das machen wir in der nächsten Runde. Jetzt erstmal Metall, 200 Stück. Pull dann, pull dann. Ein neues Wort, Leute. Pull dann. Pull moll und pull dann. Jetzt pass auf. Medall. 200 Stück. Wir nehmen 391. Dann ist die ungerade Zahl nämlich schon aufgehoben. Muss ich mal aufpassen, wenn ich auf der Tastatur unterwegs bin, dass ich euch nicht wegklicke. Hier ist nämlich ein Tastenkürzel, die Cam.
Beziehungsweise ist die ganze Aufnahme, ne? Jetzt pass auf, hier machen wir auch weiter. Also Holz nicht vergessen. Metall. 200 Stück. Bitteschön. Rein. Danke, bitte. Dann haben wir einen Haufen Metall. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber was man hat, das hat man halt. Tschalalalala. Ich muss durchatmen. Ich muss so durchatmen, Leute. Ich bin so tierisch entspannt. 200. Haben wir es jetzt schon durch? Nee, hier nochmal 200. Aber Kalaber sagt er immer. Es sind doch jetzt noch mehr da, ne? Ja, dann machen wir 300 hier rein. Das ist ja wurscht. Das muss nicht gleich durchlaufen. Wichtig ist, dass überall was durchläuft, ne? Und denkt dran, Leute. Holz muss er besorgen, der Alterle. Metall. Und zwar die 300 Stück. Schwubbeldi-Mubbel und K-Zuppel. Alles klar. Was haben wir denn als nächstes auf dem Plan gehabt? Das haben wir gemacht. Den Hirsch habe ich euch gezeigt. Die Holzelemente geschwind einräumen. Jessle. Das machen wir geschwind. Falsche Richtung. Das machen wir geschwind. Und ich muss auf jeden Fall Gemüsekuchen basteln. Sollten wir. Ich habe, glaube ich, nicht genug Elemente, oder? Das ist voll der Mini-Bereich. Weißt du, was das jetzt ist, Leute? Das hier, ich zeige es euch nochmal mit K. Das, worauf wir jetzt stehen, das ist eigentlich nur der Vorhof wahrscheinlich. Der Eingangsbereich zum Zuchthaus, weil das wird in die Richtung sich erstrecken. Das wird pompös. Ich bin sogar am Überlegen, wenn wir es hier ein bisschen verbreitern, könnten wir vielleicht sogar später die Mauer integrieren. Dann ziehe ich sie nicht so weit hinten raus. Ah, aber da hinten ist dann der Laufsteg. Wow, es wird schon wieder größer, als ich gedacht habe. Aber Leute, dafür machen wir doch ein Spiel, ne? Hier kannst du, wenn ich in Real Life jetzt was bauen würde, da müsstest du ständig aufs Geld, da musst du aufs Geld gucken. Da kommt ja nichts rum. Da hätte ich höchstens ein Gartenhüttle. Und hier kann ich halt mal richtig schön Gas geben. Wow, das war's schon. Dann denk bitte dran, dass du Dreieckselemente bauen musst, wenn du schon wieder dich verzählt hast gestern, Alterle. Ich weiß, dass ich's war. Ich weiß, du musst mir das nicht dazu sagen. Okay, das ist die kritische Phase, Leute. Es wird Zeit, dass der Sommer zu Ende geht, weil wenn ich mit dem Alderle rede und ich höre ihn tatsächlich Antwort geben, dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Und ich höre ihn oft. Ich höre ihn sehr oft. Schon als ich klein war, habe ich ihn gehört. So, meine Lieben, Parenga, da fehlen jetzt noch wie viele? Un, deux, trois, vier. Vier Dreieckselemente, dann haben wir die Geschichte und... Alderle, unterbrich mich doch nicht so unsanft, wenn ich hier am Reden bin. Mann, wegen dem bisschen Hunger. Das lasse ich jetzt alles mal hier unten. Jetzt muss ich mir das mal anschauen. Aha, das habe ich mir gedacht. Da brauche ich meine Steinelemente. Oh Leute, die Zeit flitzt. Aber weißt du, was gut ist? Wir können morgen gerade weitermachen. Wir können morgen uns einfach fallen lassen und weiter basteln. Und das wird bombastisch. Das muss, ich weiß noch nicht genau, wie es oben rum aussieht. Aber ich weiß schon mal, welches Konstrukt ich haben will. Und das ist schon mal viel wert. Parenga. Den lasse ich hier. Naturstein kommt immer gut. Den würde ich gerne wegmachen hier. Da wäre jetzt der Bibo nicht schlecht gewesen. Ich mache es jetzt halt von Hand. Narkotika, Narkotika, auf der Erotika. Wieso willst du nicht weg, Busch? Geh weg, Busch. Ich hab das gesagt, geh weg, Busch. Ich muss hier was schauen. Hier machen wir auch noch weg, dass wir mal ein bisschen eine Übersicht haben. Rum, die Mum. Hier ist noch ein bisschen Metall. Und der weiße Para vom Traunsee. So. Hier zum Beispiel, hier geht es jetzt eigentlich schon los. Das müsste jetzt da drunter snappen, was es aber nicht tut, ne? Doch, flupp. Weil hier werden nämlich welche angedockt, auf jeden Fall, denke ich mal. Das soll massiv werden. Das heißt, der Naturstein wird nur bedingt zu sehen sein. Nee, wird er nicht. Wird er nicht. Und jetzt kommt nämlich, das können wir schon mal probieren, Leute. Heute ist Probiertag. Pass mal auf, zwei. Zwei. Das muss halt alles wieder weg später, Alter. Das darfst du nicht vergessen. Pass mal auf, 1, 2, 3, 4, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe, es ist jetzt unheimlich schwer, das zu erklären, deswegen batze ich die jetzt einfach mal hin. 1, 2, 3, 4 und hier wäre tatsächlich dann die erste Säule der Brücke. Jetzt wäre die Frage, will ich die 2 breit machen oder nur 1 breit? Da wir sehr weit darüber müssen, wow, wir müssen echt weit darüber, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen sie sogar 3 breit. Wir machen sie sogar 3 breit, Leute. Und damit es auch klar ist, dass das hier die Brücke ist, würde ich sie sogar nach oben erweitern noch. Damit es richtig deutlich wird. Oh, warte mal. Ah, wir kommen noch nicht mal ganz darüber. Das ist nicht so schlimm. Ich integriere das dann da hinten an die Mauer ran. Das muss ich mir natürlich noch angucken, wie genau das wird. Jetzt mache ich es mal mit 3. Zur Not bauen wir es halt wieder ab. Hier noch einen hin und hier. Lum, lilum. Das passt nachher wunderbar ins Landschaftsbild, weil wir halt auch so eine massive Mauer außenrum haben. Okay, wir sind uns jetzt einig, Leute. Diese drei Steine sind jetzt parallel identisch hiermit. Und wenn ich das jetzt wegnehme, was ich hier vorhabe, das da.
Also das da, diesenjenigen hier und diesen welchenjenigen, dann haben wir jetzt eine Symmetrie geschaffen, also eine gleichseitige, ein gleichschenkliches Konstrukt. Ich schwätze wieder gleichschenklich, Alterle. Aber irgendwie hat mir jetzt das Wort das schenklich, das fand ich jetzt, das gehört einfach mal mit rein, dass wir einmal in so einem Let's Play gleichschenklich gesagt haben. Guck mal, ob da Knochen drin sind. Yeah, zwei Stück. Zwei Stück, Diggerle. Noch 50 Mal so eine Geschichte und wir haben's. So, das geht dann hier rum, das Gebäude. Dann haben wir einen Steinrand. Das wollte ich auf jeden Fall. Paar Ast. Und dann möchte ich das hier noch erweitern, weil das gehört tatsächlich dazu. Eine Erweiterung des Pfeilers. Da gibt's doch nichts zu schwätzen. So, meine Lieben. Und wir haben auch noch Zeit. Aber wir brauchen halt Mats, ne? Wir brauchen heute Mats. Ich kann aber eigentlich vor jeder Folge einmal jedes Tier voll machen. Das kriege ich zeitlich momentan hin. Das geht ja auch recht schnell. Und der Rest fahren wir dann immer in den Folgen. Dann haben wir auf jeden Fall immer ein paar Elemente in Vorbereitung. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall pro Folge dazu, was zu bauen. Und das wäre nicht unwichtig, sonst wären wir nämlich nie fertig. Das wird ja schon wieder ein heißes Teil. Peng. So, kurz hier draufküpfelt. Jetzt pass auf, und dann geht das Ganze nach da hinten weiter. Jetzt weiß ich es aber, jetzt haben wir ein Problem, Leute. Ich muss das jetzt erstmal verlängern. Lieber Agi, fliege mit mir in den Sonnenschein. Schalalila lum, lum. Fliege mit mir, dann bin ich nicht allein. Schalalila lum. So, pass auf. Ich hoffe, ihr seid entspannt, Leute. Schaltet am besten alles ab, was euch in irgendeiner Form gestresst hat die letzte Zeit, heute oder morgen vielleicht sogar stressen könnte. Schaltet's ab, das mache ich auch so, Leute. Ich wirke zwar manchmal etwas entspannt hier und lustig fröhlich, aber ich habe natürlich dieselben Dinge im Kopf, ne? Aber ich schalte es einfach ab, Leute, für uns. Einmal für eine halbe Stunde am Tag, bam. Kann die Welt uns mal, wir zeigen ihr den Mittelfinger, wir zeigen ihr unseren Aal, schwing dein Ding. So, pass auf. Ich übertreibe natürlich. Manchmal geht's ja auch einfach nicht, ne? Aber die halbe Stunde gehört uns. Die gehört uns. Wird's jetzt gerade dunkel? Als ich gerade eben rein bin, war es noch hell. Also Tag, frisch. Okay, hast du noch Elemente? Ja, sie werden langsam weniger. Das ist klar, weil wir verbauen ja hier auch einiges. Lumli, lumlum. Ich weiß auch noch nicht, wie hoch es wird. Ich weiß aber eins, wir brauchen jetzt Nachschub. Habe ich den schon ausgeräumt? Ja. Das kann ich mir halt nie merken. So, ein Blick auf das, was hier geschehen ist. Ja, und dann kommt man hier durch. Schwupp, dann wird man hier durchkommen. Schwupp und wahrscheinlich noch ein drittes Mal hier, wenn nicht sogar viermal. Das ist aber okay, aber ich will das massiv haben. Das müssen wir jetzt so machen, da kommen wir nicht drum rum. La la lila lum, lum. Die Frage ist nur, wie hoch das werden wird. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich es abschräg darüber. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kann sein, wir bauen gleich wieder alles ab, Leute. Ist mir gerade aufgefallen, dass es hier eine gewisse Schräge gibt. Au, das wäre aber auch geil gekommen. Aber dann müsste ich da irgendwie mit Dreiecksfundamenten. Und wenn ich es jetzt so mache, wie wir es jetzt angezeichnet haben, dann kommen wir hier raus. Au, das ist aber cool, weil hier geht es nämlich tatsächlich abgesenkt. Dann kämen wir hier raus und könnten hochgehen auf den Laufsteg. Ist auch nicht schlecht. Weil, wenn ich es jetzt abschräge, dass ich hier praktisch drauf komme. Nee, das will ich gar nicht. Dann ist es zu abgeschrägt. Komm, wir holen Elemente. Bin mal gespannt, Leute, ob das überhaupt was wird, was ich hier mache. Ich habe gerade so einen kleinen Anflug von Unsicherheit verspürt. Ja, das wird schon. Das wird schon werden, sagt Frau Kern bei der Irma, wo es noch schlimmer. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Stopp! In the name of Bibo! Hast du jetzt alles ausgeräumt? Bis auf dein Stroh, das behältst du immer für dich, gell? Das willst du niemandem zeigen, dass du auch Stroh kannst. Verstehe ich aber. Also die Höhle könnte man zwischen reinschieben, falls wir Abwechslung brauchen. Und wir könnten natürlich auch in die Wüste dann irgendwann tatsächlich... Hier kam ja jetzt auch die To-Do-Liste in den Kommentaren. Ich bin so erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, die wollen, dass ich das jetzt alles erledige. Ich will doch gerade gar nicht. Ich habe es nicht geschnallt, ne? Aber können wir natürlich so Stück für Stück ein bisschen was abarbeiten. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung, ne? Oh, und was habt ihr gesagt? Das könnte ich jetzt gleich machen. War auch in den Kommentaren. Ich soll gucken, ob wir verdorbenes Fleisch da unten drin haben, dass die Dungbeetle was zu fressen haben, ne? Zumindest bis die im Laufsteg sind und alles. Ich guck mal eben. Aber ich glaube, normalerweise haben wir da was drin. Das produziert sich ja von selber. Das ist aber nicht der Futterdruck. Geht's dir gut? Du bräuchst einen Mann, gell? Das weiß ich. Tut mir leid, dass ich noch keinen habe. Ja, es sind ein paar drin, Leute. Nicht sehr viele, aber die Dungbeetles, die essen jetzt auch nicht so viel, ne? Dumm, die, dumm, die, dumm, dumm. Auf jeden Fall habe ich es mal überprüft. Okidoki. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich gleich noch mehr Mats. Jetzt schauen wir noch mal.
Jetzt schauen wir mal. Du hast doch bestimmt auch Steine eingesammelt, oder? Ja, nicht viele, aber ein paar. Die kann ich doch hier verwenden. Du musst halt auch was sagen, Agi. Nicht Agi. Anki. Anki, Agi. Jetzt war ich doch tatsächlich irgendwie durcheinander. Ist nichts Neues, Watch. So, pass auf. Stein, habe ich gesagt, hat er. Stein auf Stein. Dein Zuchthaus wird bald fertig sein. Stein. Dann. Stein, dann. Da, da, Stein, dann. Wir brauchen noch mehr von denen. Ach Gott, brauchen wir noch mehr. Ich hau die jetzt komplett einmal voll durch, dann sehen wir auch, was fehlt. Verlüppel und Katzüppel, bevor es dunkel wird. Puh, ich bin am Überlegen, Leute. Also das macht sich hier gut. Das wird sich auch nachher, wenn sich da hinten dran schön erstreckt, der große Bunker, das wird auch gut aussehen. Beim Laufsteg müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Jetzt pass auf. Ich zieh's jetzt auf jeden Fall mal noch ein Stück vor. Und zwar bis hierher, würde ich sagen, dass das hier schon mal gleich auf gleich ist. Weil dann muss ich eh wieder schauen. Kommt noch eins hin oder ist... Jetzt nur eins kann noch, oder? Und da muss da eins verstecken drunter. So, wenn ich jetzt hier hinschaue, bin ich genau gleich auf gleich. Ne? Also dann haben wir schon mal die Geschichte. Dann würde ich sagen, hier ziehen wir es jetzt auch spaßhalber mal auf Höhe. Ich kann es dann immer noch ausfüllen. Und drei, will ich es wirklich drei breit? Ich kann sogar sein, dass ich es vier breit mache. Das kommt jetzt jeden Moment mal drauf an. Kannst du da hoch? Das wäre super, weil ich sehe es nämlich nicht. Alterle. So, nein, nicht. Kurzer Moment. Der Alterle ist schon wieder zweitkupft. Ich wollte ja, guck mal, hier kannst du laufen, da brauchst du nicht springen. Mit dem Springen habe ich es echt nicht so. Jetzt pass auf. Pass mal auf. Jetzt bin ich gerade wieder am Überlegen, ihr merkt schon. Also immer wenn der Ruhemodus einkehrt, bin ich am Überlegen. Dann habe ich irgendwas im Kopf, was ich noch nicht erklären kann. Ja, den kannst du hier hinsetzen. Alles andere ergibt sich dann. Wir müssen es halt auf Höhe bringen, ne? So, und dann wäre das hier. Und wenn ich hier mal so rüberschaue in die Richtung. Ja. Das werden wir sehen, ob das nachher so bombastisch ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mit dem... Oh, weißt du was? Wir haben doch eigentlich auch den Helikopterfreund extra cool, ne? Guck mal, ich will es nämlich tatsächlich noch ein bisschen höher haben. Das heißt, ich fülle das jetzt erstmal auf, bis es gleich hoch ist. Hilft jetzt nichts. Ja, komm, wir müssen darüber fliegen. Wir messen darüber, flying. Flieg mal bis hierher. Dann füll das mal hier aus. Es kostet halt alles Elemente. Und ich brauche die jetzt, um zu sehen, ob es was taugt. Hier machen wir jetzt eins rein, dann kannst du rüberlaufen, ja? So, und dann hau mal dieses Ding jetzt mal ganz in die Höhe, mein Freund. Ganz in die Höhe. Ganz in die Höhe. Ist aber immer noch zu niedrig. Es ist immer noch zu niedrig. So, jetzt musst du mit dem Agi nochmal umswitchen. Eigentlich bis hierher, aber dann komme ich da hinten wieder nicht. Boah, ist das komplex hier. Wann sind wir denn auf der Höhe? Noch eins. Ja, aber ich glaube, drei reichen, Leute. Sonst wird es zu massiv, ne? Jetzt haben wir es auf derselben Höhe wie das da. Okay, das bedeutet, jetzt muss ich mal kurz einen Test machen. Mit welchen Tieren will ich denn da unten durchkommen? Mit allen? Ich glaube, wir sollten zumindest versuchen, mit allen durchzukommen. Komm mal her, du wirst jetzt mal ganz kurz unser Versuchsparale. Para, kleiner Para, streng dich an, wir wollen mit dir was testen. Para, kleiner Para, komm her, Weißer, komm! Ja, also es muss auf jeden Fall so sein, dass der durchpasst, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Strecke der gerade gehen will. Guck mal, ich bin doch hier, Mäusle. Dreh dich rum, Stingerle. Para, du hast den falschen Weg eingeschlagen, mein Freund. Wo willst du hin? Bleib bei uns heute Nacht. Oh, lecker, Vio. Das sind die Straßenfester hier und alles. Deswegen bin ich so auf Schlager gepolt. Ist nicht wirklich so. So, Delle, perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie hoch muss denn das Ganze werden, dass er später noch insgesamt durchkommt? Jo. Ist ein bisschen übertrieben, Alterle, oder? Ist das etwas übertrieben, kleiner Para? Die Frage wäre... Oh, Lego Mio, da müssen wir aber wirklich noch hochbauen. Jetzt ist die Frage, will ich das Treppenhaus hier drin, dass du reinkommst? Dann will ich hier vorne so ein bisschen Vorbereich. Und dann soll man hier schon praktisch die Stufen erklimmen. Nach oben. Und will ich dann unter den Stufen, wenn ich praktisch hier dann unter die Stufen laufe, vielleicht ein kleines Lager aufstellen? Möglicherweise. Weil
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir brauchen aber wieder Elemente. Kann auch sein, dass ich nur einen Durchgang für die großen Tiere in der Mitte mache. Dann kann es nämlich gut sein. Das sollten wir erst machen. Das sollten wir erst machen. Also entspannt euch. Für diejenigen, die denken, was macht er da? Ich komme nicht so richtig drauf, was da passiert. Zwei, drei Folgen, dann sieht man es sehr deutlich. Gehe ich mal von aus. Wenn nichts dazwischen kommt, was ja selten ist bei uns, dass mal was dazwischen kommt. So, meine Lieben, ich mache gleich ein bisschen heller. Noch ein bisschen Entspannung, meine Freunde. Dann geht's hier weiter. Schalalalala. Stein. Stein und Holz. Ne, Holz haben wir. Stroh haben wir. Stein wäre wichtig. Nummer 7. Okay, pass mal auf, wo sind denn hier die Steinvorkommen? Wir müssen mit den Dödis nach Stein. Wo sind die eigentlich, Leute? Ja, komm, wir schnappen die mal. Wir schnappen die mal. Ich nehme jetzt nur ihn mit. Ich kann es ja kurz mit dem Agi erledigen. Pass mal auf, mach mal kurz Halt. Ich hole dich gleich ab. Ich hole dich gleich ab, mein kleiner Freund. Mit dem Agi ist das kein Problem. Oh, habe ich ihn nicht auf Default gesetzt? Ja, wir brauchen ja nicht viel. Da ist er gleich vollgeladen. Da hinten ist Stein. Guck mal. Das wäre auch ein schöner gewesen zum Abbauen. So weit will ich nicht, sonst müssen wir kämpfen. Komm, hier bleiben wir geschwind. Stopp. Njong. Njong. Njong, njong. Also der könnte natürlich wunderschön automatisch sich füllen, aber da bin ich. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß, dass es geht. Wir haben es auch schon probiert in der Folge, glaube ich, ne? Aber ich habe da immer ein ganz unruhiges Gefühl, solange ihm das Gebiet noch nicht wirklich sicher ist. Ist er jetzt gerade in Gefahr? Passiert ihm was? Muss ich hin? Muss ich laufen? Deswegen machen wir es lieber so geschwind. Yeah. Aber, Diggerle, das sind noch mehr Steine. Nee, das ist Gelände. Das ist Gelände, Alterle. Hier ist auch Gelände, ne? Jo, da schnaubt er nur kurz. Komm, wir fliegen nochmal um. Also, ich fliege die Kreatur noch einmal woanders hin. Wir fliegen nochmal um. Guck mal, aber hier ist das alles Geländestein? Jo, sieht man eigentlich an der Struktur, ne? Bitte jetzt hier nicht auch nochmal probieren. Stell dich einfach hin, lass dich abholen. Ich fliege nochmal eine Runde. Du machst hier Halt. Lumli, es ist eh Nacht, Leute. Wir müssen uns ja irgendwie beschäftigen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hier sieht es nach Steinbruch aus, mein Freund. Guck mal, guck mal. Ein Paradies. Der Mond steht am Himmel. Ich glaub, mir juckt. Vielleicht sollte ich manche Sachen einfach mir aufsparen und mich dafür mehr da anstrengen, dass wir Stein kriegen, ne? Guck mal, das ist aber doch eigentlich Metall hier, oder? Das ist eigentlich Metall. Aber da kennt er mich ja. Ich bin da immer ganz entspannt, weil es gibt so viel Metall hier außenrum überall. Aber alles will ich jetzt auch nicht wegbollern. Sag mal, da war doch gerade eben auch noch Stein. Ist das auch Metall hier? Nee, ich glaube das nicht. Ist wieder Struktur. Nachts Steine farmen ist einfach blöd, wenn man nicht hundertprozentig weiß, wo seine Steine sind. So, komm her, das langt erstmal. Das können wir schon mal verbauen. Wir gehen heim, Alter. Wenn es hell ist, machen wir das Ganze nochmal. So. Was will ich denn jetzt machen? Am liebsten hätte ich den mittleren Durchgang von unserer Zuchthausbrücke. Zuchthausbrücke. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Hast du gerade gesehen? Oh, pass mal auf, du sitzt, glaube ich, hier zu nah an dem Feuer. Nicht, dass sich einer verbrennt und stirbt. Bibo, mach mir da keinen Schand. Geh mal du auch noch ein paar Meterlin da rein. Perfekt, vielen Dank. Wow, Leute, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Warum ist diese halbe Stunde schon wieder rum? Jetzt muss ich den Hirsch noch zähmen. Den darf ich nicht vergessen, sonst geht er nämlich da drüben irgendwann ein. Stein. Ja, das reicht doch schon mal, um weiterzumachen. Wir können wieder 29 Stück. Die fertigen 38 ziehe ich raus. Wo sind die? Leute. Habe ich was Falsches gebaut? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Haben wir nicht gerade eben das Zeug gestartet? Ich müsste doch da normalerweise 38 Elemente drin haben, oder? Ach, ich habe die schon unten auf dem Ding auf der Leiste. Alles klar. Yo, Wauche. Super, super. Der Blindi ist wieder unterwegs. Ja, Christi Gottfrau. Blindi. Ich bin im Augenblick bin ich mir überhaupt nicht sicher. Im Augenblick bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das gut finde. Was ich aber sicher weiß, ist, ich muss den erstmal umparken hier. Komm mal her, Digga. Dreh mal rum, wenn das geht. Kannst du umdrehen hier? Guck mal hier in die Richtung, bitte.
Ja, er klitscht da hinten, das ist sehr schön, dann passt es. Und ungefähr, wenn er vorne am Mäuerle ist, mache ich einen Stopp. Perfekt, also du bist richtig ein Guter. Du bist wirklich ein Guter. Du hast es voll im Griff, da waren wir noch gar nicht so weit. Gedanklich warst du schon durch. Da kommen wir nicht hoch, Mist. Wir sollten uns den Tapechara holen, dafür haben wir ihn eigentlich gefarmt, ne? Mach mal beim nächsten Mal, hole ich den ran, mit dem kann ich viel besser agieren. Mach mal die Fackel weg, dann sehe ich auch wieder ein bisschen was. Jetzt guck her, das muss mindestens noch 3 hoch. Ich mache mal jetzt hier 2 hoch. Wir machen das jetzt mal 2 hoch und zwar da hinten auch. Und dann sehe ich gleich, ob das wirklich auch später hoch genug ist. Weggebaut ist es gleich, falls ich es dann so doch nicht haben will so. Flup. So, jetzt drehe ich den nochmal hier rüber. Dreh dich rum, mein kleiner Freund. Lass dich nicht zweimal bitten. Kommt er? Ah, er hat schon wieder diesen Schlenker zum Meer. Jetzt hab ich, wo ist denn jetzt? Wo ist er? Guck mal, da gibt es irgendwo eine Stelle, Leute, wo der sich dann einen ganz eigenen Weg sucht, ne? Guck mal, hier bin ich. Hier. Alterle, bist du ein Albino? Du musst doch bis hierher, musst du mindestens kommen, sonst weiß ich doch gar nicht, was ich machen muss. Wir machen heute ein bisschen länger, Leute, merke ich gerade. Ich habe noch nicht das erreicht, dass ich sagen kann, jetzt mache ich aus. Kurzer Moment, kurzer Moment. Wir schwuppen hier wieder hoch. Oh doch, guck mal. Guck mal. Ja, ich würde sagen, wir setzen jetzt hier einfach noch eins drauf und das ist dann die finale Höhe. Genau, damit komme ich zurecht. Dann hat auch so ein Para und ein Rex ein bisschen Platz. Ja, guck mal. Das reicht jetzt, oder? Vom Platz her, Leute. Das heißt, hier muss auch noch eins drauf. Okay. Und dann gehen wir hierher. Mit X stoppe ich mal kurz ab. Und wir hatten hier tatsächlich 2, 3. Also musst du nochmal hoch. X. Perfekt. Ey, manchmal. Manchmal klappt's. Manchmal auch nicht, ne? Da gehen wir gleich nochmal separat hin an die Ecke. So, stopp, stopp. Ja, setz es hin. Okay. Okay. Wir gucken von hier vorne. Jetzt haben wir auf jeden Fall Platz, um mit den Tieren durchzukommen. Wunderbar, Leute. Es muss natürlich jetzt massiv zugemacht werden. Wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass es schön ausgeleuchtet ist später. Jetzt geht es aber eigentlich hier weiter. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir auch wieder eine Dreier hin, würde ich sagen. 1 und 3. Und dann hauen wir 1, 2, 3 den wieder weg. Und den auch. Dann ist es nachher symmetrisch. Das passt mir ganz gut. Und dann hauen wir hier wieder Elemente drauf, ne? Ich hoffe, dass es soweit klar ist. Ich mache hier praktisch eine Unterführung. Und hier oben drauf, Leute, auf die komplette Länge, wir müssen es natürlich noch ein bisschen verlängern, da hinten raus, kommt dann der eigentliche Zuchtbereich. Hier oben, ne? Und du kannst dann praktisch später mit den Tieren hier so durch. Das ist einfach so ein Haus auf Stelzen, allerdings auf Riesen. Auf riesen massiven Stelzen. Ich will da nicht so eine kleinen dünnen Dinger hin haben. Das soll einfach sich ein bisschen abheben. Und aber auch, ja, das wird schon. Ich habe das schon im Kopf, warte mal ab. Jetzt ist die Frage, lass uns das gleich mal noch weiter zelebrieren. Ich mache tatsächlich mal, bis wir drüben sind, damit man auch ein Auge dafür hat, wo das nachher tatsächlich enden wird. Ich hau hier nochmal 2 drauf. Wir könnten natürlich hier den Minecraft-Trick wieder machen. Ah, hat nicht geklappt, ich bin daneben gekopft. Aber es ist auf jeden Fall in die Höhe geschossen. Okay, und diese 4er-Lücke, die ich hier habe, die ermöglicht uns ja normalerweise, dass ich da oben dann nachher Decken rüberziehen kann. Da werde ich wahrscheinlich eine Holzdecke rüberziehen. Und dann würde jetzt normalerweise das Ding hier weitergehen. 1, 2, 3, 4 bis hierher. Und jetzt pass auf. 5 ist dann tatsächlich wieder das bleibt, ne? Und zwar auf einer 3er-Länge. Ich bin mal gespannt, wie wir hinten rauskommen. Das wird jetzt natürlich das Problem. Morgen werden wir es dann auffüllen. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen Materialien besorge, dass wir es richtig aufgefüllt kriegen, ne? Diese Stelzenböck-Dinger. Haben wir es jetzt von der 4, 4, dann kommt hier wieder der 3er hin. 1, 2, 3, ist okay. Und jetzt pass auf. Hast du noch genug? Wir haben noch 10 Stück, da kriegen wir normalerweise noch eins hin. Mach die wieder weg. 1, 1, 2, 3.
3. Oh, scheiße. Scheiße, Maneise. Wenn ich jetzt hier noch eins reinmache, dann kommen wir genau hier raus. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, das kann sein, dass es mir nicht gefällt. Aber hier können wir dann einen schönen Anbau eigentlich machen. Ja, 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 das gefällt mir schon. Das passt sich nachher wunderbärle ein. Da müssen wir ein Biber holen, dass das ein bisschen sauber gemacht wird. Hier haben wir die 4. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Ich bin gerade überfragt. Was stimmt jetzt hier nicht? Hier kommt dann praktisch die massive Dreiergeschichte wieder hin. Das heißt, ich kann hier wegnehmen, wenn es eine Dreier massiv ist, 1, 2, 3, 4. Der kann weg, ne? Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich 2 weggemacht. 3 weggemacht. Hier ist der 4er. Also muss hier tatsächlich erstmal noch die letzte Instanz rein. Das hier ist der, der bleibt. Den machst du jetzt entsprechend hoch. Machen wir entsprechend hoch. Dann sehen wir nämlich auch gleich wieder raus. Ja, ja, das wird schon. Jetzt sehe ich es gerade vor mir. Doch, doch, das wird. Das wird, mein Freund. Hier runter, Pistölche geholt. Hier ist dann der letzte Durchgang. Die können wir nochmal erweitern. Dann sieht man auch besser, was ich vorhab. Wir holen auch gleich die anderen Elemente noch. 36 Minuten. Leute, wir müssen morgen weitermachen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber da gibt es Schlimmeres. Dann haben wir die 4. Das haben wir gesagt, das lassen wir so. Da hupfe ich jetzt hoch. Das klappt normalerweise. Jo. Und dann hauen wir da nochmal 3 Stück drauf. Und dann ist gut. Bist du sicher, dass du das... dass du da noch rauskommst? Jo. Er ist sich sicher. Okay, den anderen würde ich gerne da hinten noch hin. Pass auf, ich mache das mit einer Sprungattacke. Sprungattacke. Jo. Manchmal funktioniert es auch. Leute, wir müssen morgen weitermachen. Die Zeiten sollten wir schon einhalten, aber... ihr seht jetzt, was ich vorhabe. Ein Riesenkonstrukt wird es auf jeden Fall. Obendrauf der 10-Bereich. Du kommst nachher hier über die Brücke rüber. Dann wird wahrscheinlich der Vorhof hier offen bleiben. Das wird eine offene Bauweise. Hier werden wir die Hitches hinmachen. Da können dann die Dinos miteinander knallen oder poppen oder wie man sagen will. Bevorzugte Aussprache, bitte in die Kommentare. Nein, Quatsch, Leute, bleibt lieb. So, hier oben drauf dann das Zuchthaus. Du kommst dann später, dann hast du die Möglichkeit, hier rauszukommen. Auf den Bereich. Und hier werden wir dann den kleinen Laufstall bauen, denke ich mal. Oder da drüben und hier dann die Jungdinos absetzen oder so. Schauen wir mal. Bis jetzt sieht es momentan noch sehr verbaut und massiv aus. Es wird aber noch schöner. Wir werden es wahrscheinlich auch mit Säulen nochmal unterstützen. Kann sein, dass ich oben eine kleine offene Terrasse hinbaue, die dann mit Säulen nach unten noch so ein ganz kleines bisschen... müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, ob es so bleibt. Es ist halt schon ein sehr massives Bauwerk, das sich jetzt da hinten dran aufbaut, wo wir hier eigentlich eher filigran waren. Ich erhoffe mir dadurch aber so ein ganz kleines bisschen ein Gegenpart zur Schmiede, die auch sehr massiv werden soll. So, dass wir hier haben massiv, massiv, außenrum eine massive Wall und in der Mitte dann die filigranen Kleinigkeiten wie die Brücke, das Brauhaus und hier dann eben der Laufstall. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat mich die Idee tierisch gereizt, das, den Zuchtbereich über diese Fläche zu machen einfach. Ne, dass man da unten drunter durchgehen kann und oben drüber will ich züchten. Bin ich mal gespannt, wie es aussehen wird. Ich haue jetzt ein paar Elemente durch. Wir fahren morgen natürlich klassisch weiter und schauen mal, dass wir die Pfeiler ausgebaut kriegen. Und dann gehen wir schon an die... oh, da muss ich mir auch was einfallen lassen. Das kann sein, dass wir das weiter nach hinten setzen müssen. Guck mal. Nee, passt eigentlich. Das hat nur kurz getäuscht. Weil hier muss noch ein Rand drum. Ne? Hier müssen wir noch einen Rand drum machen. Dass es richtig massiv ist. Ich bin gespannt, Leute. Wir werden sehen. Falls es gar nicht ins Bild passt, was ich nicht glaube. Bis jetzt hat es einigermaßen gepasst, immer wenn wir was gemacht haben. Dann bauen wir es wieder ab. Alles klärle. Also morgen nochmal so eine Runde. Und dann sehen wir schon viel, viel mehr, wenn wir darüber schauen. Man sieht es aber von hier jetzt schon. Das finde ich gut. Es wird dann mehr oder weniger hier, dieser kleine See wird wie ein Innenhof sein, wenn wir fertig sind. Alles klar, Leute. Also, zeig dich nochmal von deiner besten Seite, nach Möglichkeit jetzt. Und dann gehen wir ins Wochenende. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 17 Uhr zur Entschleunigung. Ich freue mich tierisch auf euch. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.